Hi Nelly ho und willkommen zu einer weiteren Episode von Silber mit Mirabano. Und ja, wir sind jetzt mal ein bisschen in der Kanalisation unterwegs. Komm. Das sollte nicht das Problem sein, Ratten. Was mich stört, ist das der gute dicke Mann dort hinten. Ich meine natürlich der muskulöse Starke. Dass sie nicht in den Sinn kommt, jetzt einfach auch mal irgendwie einzugreifen. Warum auch? Naja. Was ist das denn? Vorhin scheint sie sich zu wehren, wenn die Gegner in ihre Nähe kommen. Also reicht es ja, wenn ich die sinnvoll positioniere. Ratten lassen getoastete Ratten fallen. Hm. Warum auch nicht? Gut, da haben wir einen Fernkämpfer. Ja, geht weg. Na, falsche Richtung, Junge. Genau. Ich muss zugeben, dass ihre zunehmende Anzahl doch zum Problem wird. Ach, ja. Ja, da habe ich wieder alle angeklickt, außer die, die ich eigentlich anklicken wollte. Und zum Aufhören, die Fernkämpferin anzugreifen. Ist ja nicht wahr. Hm? Kannst du nicht? Achso, du kannst nicht. Gut, dann essen wir getoastete Ratten und Käse. Die perfekte Kombination. Hm. Ich wünschte, ich würde mehr Pfeile finden. Naja. Würdest du dann wohl bald wieder irgendeine dumme Waffe bekommen? Muss ich den Blödsinn ja leider irgendwie aufheben. Wo sind wir jetzt gelandet? Ich bin nicht sicher, ob ich jetzt in der Kanalisation spinne. Na super. Drecksspinn. Komm her. Ah, mit Stechangriff machst du auf jeden Fall mehr Schaden bei dem. Na komm. Ach. Nerviges Getier. War's das? Gut. Ist mal noch ein Käse. Und dann geht's weiter. Wo gehen wir jetzt? Ach ja, wir gehen ja ins Gefängnis, ich erinnere mich. Hm, das ist ja fast keine Falle, ne? Ich gebe immer Wurfechse. Dann habe ich letztens verdammt viel eingesammelt. Das kann eigentlich nur eine Falle sein. Ja. So viel dazu. Na komm, sterb der blöden Drecksspinnen. Warum unbedingt Spinnen? Im Nachhinein betrachtet brauche ich das denn gar nicht. Ich benutze ja kaum Magie. Liegt allerdings daran, dass die Leute einfach viel zu wenig Mana haben. Wow. Kannst du dich jetzt auch mal bewegen? Nee, ne? Siehst du gar nicht ein. Komm, zack, zack.
Ja, wenn ich denn mal treffen könnte. Dafür, dass die Wurfäxte hat, benutzt sie die echt selten. Er hat jetzt mehr damit zugeschlagen. Dämlich. Habe ich schon einen grünen Schlüssel? Nein, habe ich noch nicht. Na, mal gucken, wo ich den herbekomme. Und bam. Nö. Kommt Leute, kämpft ein bisschen mit. Wenn ich mich nicht ganz so allein fühle. Bam, bam, bam. Es sind aber auch echt viele Ratten. Aber ansonsten können die ja auch nichts. Das dort oben ist zufälligerweise eine Falle. Ah, da treten wir jetzt trotzdem einfach rein. Ganz schön große Kanalisation. Ah, da oben. Komm. Da hinten haben wir noch was. Kannst du auch angreifen? Ja. Joa. Also wenn man sie selbst steuert, ist sie ja ganz sinnvoll. Kann man nicht meckern. Aber ansonsten kann ich sie eigentlich nicht gebrauchen. Ach komm schon. So. Fernkampfratten ausschalten. Da ist dein Rad. Moment. Aber warum? Spinnen! Welch Freude. So, mittlerweile hat die fast alles aufgebraucht, was ich so aufgesammelt habe im Laufe der Zeit. So, machen wir wegstieren dort oben. Oder auch nicht. Ach du Kacke. Muss ja schon Wurfmesser benutzen. Ja, das hat sich wohl dann. Fürs Erste. Mit Fernkampf. Da geht's weiter abwärts. Ich habe jetzt aber auch nichts gefunden, wo ich hätte das Ding benutzen können. Ist eine Ratte. Du ist ebenfalls Ratte. Ah, ich denke mal, das kommt hier unten. Einfach nur mit... Nein. Ihr kämpft schon. Ihr macht das super. Ja. Mhm. Ja, das ist also effizient. Gegen Ratten. Naja, gut, nicht gegen alle. Gut, da bist du schon wieder um. Dann nimm halt den Blitzstab in der Hand und probier damit dein Glück. Das permanente Essen ist ein bisschen nervig. Naja, was mache ich denn? So, Käse mitnehmen. Nicht den Käse vergessen. So. Und kann ich hier noch? Hm, hier könnte ich auch lang, hier könnte ich auch lang. Ich hasse es, zwei Wege zu haben. What the...
Das sieht mir fast nach einem Boss hier unten aus. Die machen wir fertig. Hier ist natürlich der Nachteil, wenn man nur vorgegebene Bereiche hat, in denen man sich bewegen kann. Ich kann die Karte hier nicht bewegen. Das heißt, dort unten würde ich dann langsam sich im Bild verschwinden. Nervenratten, sterbt. Irgendwie ist meine Waffe recht schwach. Der macht hier 73 Schaden normal und ich muss mich hier mit wesentlich weniger begnügen. Gut. Wir haben das. Käse. Nam nam nam. Käse. Noch ein bisschen Käse. Der Große kriegt Brot. Und die Tussi kriegt... Eigentlich lohnt sich nicht bei der, aber... Ich nehme die Dinge nicht wieder mit. Ist so, naja. Es gibt einfach zu wenig Fernkampfmöglichkeiten. Als dass sich das hier lohnen würde. I am the Chronic. Hi. Wir speichern. Ja. Na dann, mal schauen. Ja, das habe ich befürchtet. Muss ich erstmal ganz kurz Erde einstellen. Und bei der guten Frau hier werde ich Blitz einstellen. Und du greifst ihn an. Du greifst ihn auch an. Blitz macht keinen. Okay, Erde macht keinen Schaden. Macht Feuerschaden. Ne, es macht alles keinen Schaden. Dann geh in den offensiven Nahkampf. Okay, ganz schnell heilen. Lass dich nicht verprügeln, der ist übel. Warum, das ist auch irgendein Special? Nee, hast du nicht. Warum nicht? Juhu! Da habe ich ja die Giftkugel gefunden. I'm surprised this orb's still here. The sewers seem just Silver's level. Gut, Typi. Dann speichern wir eben nochmal. Weil es so schön ist. Gut, jetzt muss ich mich natürlich fragen, wo der andere Weg mich hätte hingeführt. Was? Komme ich denn jetzt so raus? Interessant. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dann mal wieder zurück. Wobei wir hätten auch erst einkaufen gehen können. Aber ich weiß gerade nicht, ob man Pfeile kauft. Es gibt bestimmt irgendwo einen Platz. Heilung, ja, das weiß ich noch, aber alles andere? Hm. Ach, ich könnte die Tussi austauschen. Irgendwas, das mehr Schaden macht.
Und die ist ja als Fernkämpfer ganz gut geeignet, auch nur wenn man auch noch Dinge hat, die zum Fernkampf geeignet sind. Spinne! Zack. Na komm, hau mal zu, Großer. Dafür bist du da. Um mir eigentlich den meisten Schaden zu machen. Ja, ich mach 15 Schaden und du machst 168. Alles klar. What the fuck? Na, mal gucken, was passiert, wenn ich das jetzt benutze. Großartig animiert. Großartig. Was habe ich damit jetzt erreicht? Yet again, my elite have been outwitted by fools. Jag was weak. He failed. You will not. Go to the barracks at James. My informant assures me that a small band of rebels are planning to rescue the Duke. Their attack is imminent. Yes, sire. I will not disappoint you. Plus, why did you not tell me of the troubles at your palace? I thought your time too precious to waste on such a minor incident. You dare lie to your father? Do you forget my power? No. There was a breach within the secret chambers of my palace, but I'm sure Draco will have destroyed all the intruders. And the orb? Is it safe? I don't know. What? How can you not know? Retaliate and I will kill you. Your lineage will mean nothing. Find the intruders, and if they are dead, bring me their bodies when you deliver the orb. You dare to stare at me? Sehr schön, der gute Mann hat echte Probleme. Oh, ich habe keine Waffe ausgerüstet. Also geht das halt immer den großen Leuten, die beschweren sich immer, dass ihre Armeen nutzlos sind. Gut, jetzt hat er uns Khan auf dem Hals gehetzt und hat sich mit seiner Tochter ein bisschen angebitscht. Ah, na gut. Soll uns erstmal nicht interessieren. Mit der Luke können wir nichts machen, mit dem ganzen Ort können wir nichts machen. Ich denke, später kann man hier noch rein. Nimmst du mal bitte irgendeine Fernkampfwaffe und greifst ihn dort an? Danke. Und kriegst du es hin? Kriegst du es hin? Ja. Sehr schön. Bam, bam, bam. Stirb. Ihr könnt übrigens auch mitmachen. Das sei euch gestattet. Moment, falsche Richtung. Wie viel Schaden das Ding macht im Vergleich zu der Waffe, die ich habe? Das ist irgendwie albern. Kümmert euch mal um die dort. Ich kümmere mich mal um den dort. Ich würde ja mal meine Säure mal mit die bei Gelegenheit testen. Frage ich gegen, was die effizient ist. Nicht gegen die. Dann zaubern wir mal ein bisschen, damit die ein bisschen höher levelig werden. Denn nur wenn ich sie benutze, steigen sie auf. Na, großartig.
Muss nur noch treffen damit. Käse. Bist du auch mal ein Stück Käse? Mana regeneriert sich nur so unfassbar langsam. Nein. Gib mir eine Waffe. Danke. Ist jetzt gut wieder? Nee. Dup. Ich hasse dieses Rumgeklicke. Ich hasse es wirklich sehr. Aber man muss es nur halt mal machen. Da geht's lang. Es ist schon sehr eklig animiert hier. Also dafür, dass sie nur so wenig Möglichkeiten hatten, ist es schon ganz hübsch. Ich sage eigentlich immer noch, noch mehr Spinnen, die aus nichts auftauchen. Yay. Käse? Ja, Käse kann ich mitnehmen. Oder auch nicht. Moment, jetzt bin ich wieder hier. Hä? Ach, hier gibt es auch noch einen Weg. So. Jetzt bin ich einmal im Gras gelaufen und habe irgendwo Wasser abgelassen. Jetzt frage ich mich natürlich, wo. Aha. Auf alle Fälle werde ich jetzt nochmal ganz kurz ins Rebellencamp gehen und meine tolle Mitstreiterin gegen etwas austauschen, was mehr Sinn macht. Dupdidupdidu. Also, demnächst. Gut, wen nehmen wir denn da mit? Mönch oder Tussi? Mönch oder Tussi? Ach, ich nehme die Tussi mit. So, die kriegt ein Special. Und ein Schwert in der Hand. Da gebe ich denn am besten noch ein Schild. Na gut, das Schild von dem ist fast kaputt. Aber ist mal egal. Und jetzt gehen wir wieder... das ist eine gute Frage. Der Eingang befindet sich in der Taverne. Die Frage ist nur, müssen wir in die Kanalisation zurück oder müssen wir irgendwas außerhalb machen? Wir haben ja irgendeine Schleuse geöffnet, damit haben wir irgendwo Wasser abgelassen, aber ich weiß leider überhaupt nicht, wo. Später. Gab es nicht eine Abkürzung? Ja, ich habe vor uns eine geöffnet. Hier ist auch nichts. Ich möchte zu gern wissen, wo ich jetzt was geöffnet habe. Was sind dies? Ah, noch so ein Ding. Naja. Ich soll es jetzt endlich mal nehmen. Hier kann man nirgendwo weiter. Dann ab wieder ins Reich der Ratten.
Das ist irgendwie ziemlich verwirrend. Jetzt bin ich wieder hier. Nee. Jetzt geht es wieder hier lang. Es kann doch nicht sein, dass ich den ganzen Weg zurücklaufen muss. Das glaube ich nicht. Das würde mich wundern. Hier kann ich leider immer noch nicht rein. Und den grünen Schlüssel habe ich auch noch nicht. Ja, da guckt doch blöd, hä? Der macht trotzdem wesentlich mehr Schaden als ich. Also den mitzunehmen war eine gute Entscheidung. Jetzt hör auf wegzurennen. Also echt, ey. Lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. Wirklich am hintersten Eck ist natürlich wieder so ein blöder Typ. Nehmt ihr das mit? Wo habe ich hier Wasser abgelassen? Na gut, vielleicht könnte ich jetzt irgendwie ins Gefängnis. Dazu müsste ich natürlich herausfinden, wo das genau war. Hier komme ich ja definitiv her. Ja gut, jetzt bin ich hier unten einmal komplett abgelaufen. Das wird nicht das Rätsels Lösung sein. Ich denke, man soll schon wieder an die Oberfläche. Und von dort aus dann vielleicht irgendwo hinzugelangen. Wo hat es mich denn rausgelassen? Mich hat es kurz vor der Taverne rausgelassen. Also werde ich dort wo auch irgendwo dann mein Ziel erreichen können. Aber den grünen Schlüssel habe ich nicht. Na gut, dann nochmal zur Taverne. Und schauen wir uns nochmal in Rain um. Wo wir jetzt was unter Umständen geöffnet haben könnten. Vielleicht nochmal mit den Typ reden? Nein, natürlich nicht. Sonst haben wir keinerlei Dialogoption. Gehen wir hier auf alle Fälle nochmal raus und gucken uns draußen um. Hier hinten ist kein Durchgang. Nein. Wieso regnet es eigentlich andauernd? Ich weiß, sonst würde die Stadt den Namen nicht tragen, aber trotzdem. Achso, hier war nur der obere Weg, der nützt uns aber auch nichts. Da hinten ist noch ein Wurfmesser, was wir mitnehmen können. Die Tore sind zu. Tja, da geht das alte Spiel mit dem Suchen wieder los. Man hat aber auch keinen Hinweis. Karte, Pfeile, Geld. Nö. Nö, nö, nö. Mal kurz hier lang. Ah, hier war das Tor. Na gut, jetzt sind wir letzten Endes auch wieder hier gelandet. Na gut, dann, da ich jetzt spontan mal den Weg wieder mal nicht finde, wer hätte es gedacht, würde ich meinen, dass ich jetzt mein Thumbnail
schauen wir uns das in der nächsten Folge an. Also dann tschüss.